Um die gesamte Fläche eines Bodenblechs nachzufertigen, ist es ratsam, die einzelnen Bleche erst einmal aus einem Stück Pappe auszuschneiden. Wichtig dabei ist vor allem die Lage und die Orientierung der Sicken in den Bodenblechen. Die Sicken bringen mehr Stabilität in die einzelnen Bleche. Damit die Sicken gut nachgefertigt werden können, wird ihre Form mit einem scharfen Messer aus der Pappschablone ausgeschnitten. Die einzelnen Ausschnitte und Sickenlinien werden nun auf das ausgeschnittene Blech übertragen. Ein sehr wichtiger Schritt ist das Rollen der Sickenkanten an der Rollenstreckmaschine. Wie der Name des Werkzeugs bereits besagt, wird das Material entlang der Sickenlinie nach oben gestreckt. Denn würde man die Sicken einfach ohne das Strecken in das Blech rollen, würde sich das Blech stark verziehen und den sogenannten Öldoseneffekt mit sich führen. Das Blech wäre instabil und wobbelt beim Bewegen. Mit der gestreckten Sickenlinie bleibt das Blech nach dem Rollen sehr stabil. Das Vorbereiten der Sicke erfolgt immer entgegen der Sickenlage. Eine flache obere Rolle wird an die halbrunde Sickenrolle angesetzt und das Blech zwischen den Rollen geführt. Mit der Kante der oberen flachen Rolle wird die Sickenlinie abgefahren. Vorher wird die Spannung entsprechend eingestellt. An den Ecken der Sickenausschnitte muss der Vortrieb etwas reduziert und das Blech entsprechend der Rundung mitgeführt werden. Das Verfahren wird für jede einzelne Sicke gleichbleibend angewendet. Abschließend werden noch die Sickenstufen für die Verschweißung der einzelnen Elemente in das Blech gearbeitet. Dafür werden zwei Absetz-Sickenrollen in die Maschine eingesetzt, die eine etwa 1 mm hohe Sicke enthalten. Es entsteht eine leichte Stufe, auf die das anschließende Blech gesetzt werden kann.